Ich wollte euch unseren aktuellen Stellplatz hier in Österreich zeigen. Wir sind nähe Graz, Siniwelt oder Siniswelt. Ich schreibe euch alle Details in die Infobox. Wir waren hier schon mal mit unserem Wohnwagen und da haben ganz viele nachgefragt, weil es hier wirklich schön ist. Jetzt leider haben wir Pech mit dem Wetter. Stellt euch den Himmel einfach blau vor. Wir haben auch auf Facebook eine Gruppe freistehen mit dem Wohnwagen. Da werde ich dieses Video hier auch verlinken, weil ja, dann hat man einfach einen besseren Überblick, finde ich, wenn man es als Video sieht. Normalerweise kommen ja auf meinem Kanal hauptsächlich Daily Vlogs aus unserem Auswanderalltag. Aber ja, weil wir viel mit dem Wohnwagen unterwegs sind, da ist er im Hintergrund, wurden wir des Öfteren gefragt, wo wir denn so stehen. Und deswegen stelle ich euch jetzt die Plätze einfach hier in Videoform vor und schreibe auch, wie gesagt, alle Details und die Adresse unten rein. Also, dieser Campingplatz hier oder Stellplatz, der ist, die machen hier ganz viel. Die geben sich richtig Mühe. Genau, Siniwelt, da steht es auch. Ihr habt hier, mittlerweile gibt es hier Duschen, WLAN, Strom, alles Mögliche. Ich gehe jetzt alles mit euch ab. Ihr kommt von da hinten, das ist so ein leichtes Industriegebiet. Hier kann man super spazieren gehen, da ist ein schönes Schwimmbad da hinten. Das war bis jetzt immer zu, wenn wir hier waren, weil halt Winter ist. Jetzt ist halt Anfang Februar. Genau, da ist ein super schöner Spielplatz, ein Skatepark ist hier. Alles fußläufig zu erreichen, mit Hunden kann man hier schön spazieren gehen. So, hier kommt ihr drauf. Ihr seht schon, hier sind alles so Steine, die sind richtig festgepresst worden von so einer Walze. Also hier könnt ihr super fahren mit eurem Gespann oder auch mit dem Wohnmobil. Wir haben eine Tischtennisplatte. Dann haben die hier sogar eine Lagerfeuermöglichkeit. Die haben wir auch noch nicht genutzt, weil es einfach kalt ist im Moment. Aber im Sommer, wenn man hier abends schön sitzen kann, kleines Feuerchen, vielleicht auch grillen. Ich sehe gerade, da ist ein Grillrost drauf. Also hier wird ständig noch erneuert. Als wir letzte Mal hier waren, da war hier um die Mülltonnen noch nicht dieses Zaunmäßige. Schaut mal, hier könnt ihr euren Müll wunderbar entsorgen. Es ist videoüberwacht, was erstmal, ja, damit hier nicht Unrat von Fremden entsorgt wird, schätze ich mal. Aber auch zur Sicherheit dient das ja auch für uns, wenn wir hier schlafen, alle. Genau, alle möglichen Entsorgungsmöglichkeiten. Genau, so. Huch, was mit meinem Schirm? Ja, so, weiter geht's. Dann geht's hier los. Hier wird auch noch irgendwas entstehen, vielleicht eine Picknick-Ecke. Da ist was abgedeckt. Das könnte vielleicht ein Gasgrill sein, ich bin mir nicht sicher. Die Betreiber sind super nett, die haben sich sogar an uns erinnert. Liebe Grüße auf diesem Wege. Ja, es ist immer wieder schön, hier zu sein, vor allem, wenn man so nett begrüßt wird. Schaut mal, hier haben die sogar extra einen Kräutergarten gemacht. Da haben wir gestern ein bisschen Schnittlauch genommen. Ich sehe, Minze ist hier und Salbei. Richtig liebevoll ist dieser Campingplatz ja, gemacht. So, und das ist jetzt neu für uns hier. Hier waren wir halt auch duschen und Toiletten, so ein Container. Das wurde uns letzte Mal gesagt, dass sowas halt hier hinkommt. Und da gibt es für Stammgäste eine Karte, die man dran halten kann. Dann geht die Tür auf oder man kann auch einen Code eingeben. Ich zeige den jetzt mal nicht. Ich gebe ihn eben ein, dann kann ich euch die Dusche zeigen. Hopp, so. Das ist die Dusche. Ich gehe mit euch einmal hier. Das reicht ja. Ihr habt ein Fenster, einen Heizlüfter, dass es warm ist. Das kostet 5 Minuten 1 Euro. Das geht voll klar. Also wir waren heute Morgen duschen. Man hat sogar noch Zeit, um sich 1-2 Minuten den Rücken warmes Wasser prasseln zu lassen. Schön sauber ist es auf jeden Fall. Ich habe auch, nachdem wir waren, hier einmal gemobbt. Den Boden, dass das Nasse alles weg ist, da bitte ich auch jeden drum, weil das ist schön, wenn man in eine saubere Dusche geht. Da ist ein Flitscher. Ja, sehr schön, angenehm. Das warme Wasser ist dann nach 5 Minuten weg. Ihr habt dann aber noch kaltes Wasser. Also, wenn ihr noch mit Schaum in den Haaren steht, könnt ihr wenigstens noch ausspülen. Genau, dann gibt es einmal das Herrenklo und das Damenklo. Achso, ich wollte sagen, eine Dusche ist es nur für den ganzen Platz. Hier war gestern ganz viel los. Es hat trotzdem gereicht, hier diese eine Dusche. Man konnte sich arrangieren. Ach, das ist jetzt das Damenklo. Hat man 2 Waschbecken, kann man sich auf die Zähne putzen, Spiegel und eine Toilette. Auch hier super sauber
riecht überhaupt nicht. Das finde ich immer voll wichtig, dass es nicht stinkt oder so. Richtig ordentlich und sauber gehalten. So, hier geht's weiter. Hier habt ihr einmal den Wasseranschluss. Könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, euren Tank voll machen. Hunde, Wasser gibt es auch. Spülmöglichkeit auch. Warmes Wasser ist hier vorhanden und sauber ist es auch. Ja, jetzt hat es natürlich auch noch geregnet. Jetzt sehe ich gerade, hier ist ein Kühlschrank. Ich weiß nicht. Wir schauen mal. Der ist aus. Genau, da kann man vielleicht im Sommer was reinmachen. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Eine Pumpe. Hier war, früher war das hier, also als wir letztes Mal hier waren, noch ein bisschen anders. Guck mal, hier ist sogar ein Schlauch, wenn jemand Wasser braucht. Trinkwasser, Start, Stopp. Also es ist wirklich super gut gemacht hier. Frischwasserentnahme. Guck mal, Start. Ja, jetzt war halt einmal die Kamera aus und an. Sorry für den Cut hier. Hier geht's weiter. Hier könnt ihr eure Kassette und Becken alles entleeren. Also halt Grauwasser und Urin und sowas alles. Chemietoilette heißt es so. Das habe ich gesucht, das Wort. Genau, alles möglich. Und hier stehen die ganzen Informationen, wenn ihr halt ankommt hier. Hier ist keine Information oder so. Das macht man alles hier mit diesem... Mama. Mit diesem Ding hier. Man kann sich hier registrieren. Man bezahlt das in den Postkasten hier. Da schmeißt man das Geld rein. Und hier steht dann halt alles. Hier ist auch WLAN, kostenfreies WLAN. Ja, das ist alles erklärt hier an diesem Board, wie es abläuft. Ganz übersichtlich gestaltet. Genau, dann habt ihr hier noch mehr Picknickmöglichkeiten und ihr könnt, hier sind auch, wie heißt es, Hängematten im Sommer sind hier, wenn es warm ist. Wirklich schön. Strom sind dann direkt an den Stellplätzen die Möglichkeiten. Da kostet 1 Kilowatt 50 Cent. Wir hatten jetzt gestern, also ich sag mal, so 20 Stunden sind wir jetzt hier, haben 2 Euro reingeschmissen und wir haben jetzt noch 60 Cent drauf. Unsere Batterie war voll geladen. Wir haben halt nur ein bisschen Licht, was man so braucht, ne? Und duschen müsst ihr halt auch separat bezahlen. Ach so, ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass dieser Stellplatz 15 Euro für die Nacht kostet. Egal wie viele Personen ihr seid, 15 Euro die Nacht. Also ich finde, es ist wirklich ein super schöner Stellplatz. Einkaufsmöglichkeiten sind hier auch. Wenn ihr hier langlauft, diesen Weg, dann kommt ein Interspar. Und noch irgendwas. Zwei Supermärkte sind da. Da waren wir auch schon drin. Das ist halt ein ganz normaler Supermarkt. Man hat halt die Möglichkeit, man kann sich morgens Brötchen holen. Genau, und das war es auch schon. Mehr gibt es nicht zu sehen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bei Fragen könnt ihr mir gerne in die Infobox schreiben. Die Gruppe, die Facebook-Gruppe, die verlinke ich euch natürlich wieder unten auch in der Infobox. Falls ihr da beitreten möchtet, da sind dann die ganzen Videos, die jetzt über die Jahre entstehen werden. Das ist jetzt das erste Video von einem Camping-Stellplatz, Wohnwagen-Ding. Und wir fahren heute nach Passau. Da werden wir wahrscheinlich wild stehen. Wir haben uns da was rausgesucht an einem See. Sieht richtig schön aus. Es ist allerdings sehr regnerisch und wir wissen nicht, ob wir da wirklich drauf fahren können. Nicht, dass wir wieder stecken bleiben. Das ist uns schon mal passiert in Deutschland. Da musste dann vom ADAC, haben wir dann gerufen, doof wie wir sind. Dann kam der örtliche Treckerfahrer, hat uns rausgezogen. Ich glaube 280 Euro hat das gekostet. Ich bin mir nicht mehr sicher, es war teuer. Und er hat gesagt, wenn sowas nochmal ist, ruf nicht den ADAC, ruf mich selber an. Weil dann kann ich es günstiger machen. Ne? Dann hätte der 100 Euro genommen fürs Rausziehen. Ja, so. Der Bernd, bitte? Okay, Bernd kuppelt gerade an. Wir haben Arbeitsteilung. Calvino geht mit dem Hund. Ich drehe euch das Video und der Bernd kuppelt in Ruhe an. Der hat ja immer gerne seine Ruhe, weil ich mache immer, oh mein Gott, du musst aufpassen. Bitte? Ja, super. Proviant kommt nach hinten. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Es regnet gar nicht mehr und ich schleppe die ganze Zeit den Schirm. Nein, brauche ich nicht, danke. Hat aufgehört zu regnen. Wir sehen uns heute Abend, hoffe ich, beim Daily Vlog. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und uns begleitet auf unserer Auswanderreise. Bis heute Abend. Tschüss.